Der Tim ist 7 geworden. Wie viele Kinder in seinem Alter ist er fasziniert von Flugzeugen. Darum feiert er seinen Geburtstag am Flughafen Zürich zusammen mit all seinen Gespändchen. Also Tim ist ein riesiger Fan von Flugzeugen und für ihn war es natürlich naheliegend, dass wir auf den Flughafen gehen und seinen Geburtstag mal hier feiern. Und zu einem Kindergeburtstag am Flughafen gehört natürlich ein Tour durchs ganze Areal. Der Tim ist heute mit 10 Freunden unterwegs. Sinnvoll sind Gruppen zwischen 6 und 16 Personen. Die Kinder sollten nicht jünger als 5 Jahre alt sein. Und wenn die Eltern genauso Freude an Flugzeugen haben, dürfen sie natürlich die Gruppe begleiten. Mit dem Bus geht es dann einmal quer über den ganzen Flughafen. 30 Minuten lang wird den Kind alles lang und breit erklärt und sie haben die Möglichkeit, die Riesenmaschine aus nächster Nähe zu bestaunen. Es ist beeindruckend, was man da alles sehen kann. So Flugzeug, ein Bus und Feuerwehrauto und ganz viele Häuser, wo die Flugzeuge sind und so Dings. Flüger und Gefängnis und Dings. So Wagen wo und so. Die wo Schnee putzen. Wenn es Winter ist, wenn Schnee kommt, dann tun sie es weg. Meinst du die grossen Autos? Genau. Da hat es doch noch die grossen Autos gehabt. Während der Tour hält der Bus immer mal wieder an speziellen Stellen an, damit die Kinder das Gefährt von nahem bewundern können. Jede Fahrt hat dann auch ihre eigenen Highlights. Also wenn sie dürfen aussteigen und vor einem Flieger herstehen und man kann ein Foto machen, ist das natürlich immer schön. Auch beim Pistenkreuz, wenn man die Flieger ganz von nahem sieht, starten, haben sie Freude. Ein Highlight ist sicher, wenn man Happy Birthday singt, vor allem für das Geburtstagskind. Und nachher, glaube ich, ist es ganz verschieden, einfach wie die Party so stattfindet. Das ist sehr individuell, sehr spontan. Es ist jedes Mal auch wieder etwas anders. Und das ist auch das Schöne daran. Insgesamt dauert der Anlass 3 Stunden. Wer selber eine Kinderparty am Flughafen organisieren möchte, kann sich beim Visitor Services weiter informieren.